Antrag auf Pflegschaft fertig. Jetzt kann's losgehen. Ich werf ihn ein. Ich muss eher nach Feuerwache vorbei. Danke. Also. Ich bin so froh, dass Klaas auf mich gehört hat. Torradfahren ist einfach zu gefährlich. Klaas wird ein richtig guter Vater, wenn er jetzt schon seine Entscheidungen nach dem Wohl des Kindes ausrichtet. Moment, das heißt, Klaas hat deinetwegen die Motorradtour gecancelt? Hat er das nicht erzählt? Vielleicht ist es für Sie ja von Interesse. Der Askania-Park steht zum Verkauf. Warum kommen Sie damit zu mir? Also ich werde das Hotel nicht kaufen können, ich habe dafür keine Mittel. Ja, ich habe mir gedacht, dass es vielleicht ganz interessant ist, zu wissen, was die Konkurrenz so macht. Stimmt. Aber soweit ich weiß, hatten wir nie Probleme mit dem Askania Park. Ja, und damit das so bleibt, wäre es doch ganz schön, wenn den jemand kauft, dem Sie auch vertrauen. Was hat denn Frau Fährmann dazu gesagt? Mit der haben Sie doch sicher auch darüber geredet. Wieso nicht? Sie hat hervorragende Kontakte. Sie findet sicher jemanden mit Interesse an dem Projekt. Amelie hat zurzeit wirklich wahnsinnig viel auf dem Tisch. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Es wäre also wichtig, wenn die Information unter uns bleibt. Ja, natürlich. Haben Sie Birnen? Ja. Oh, ich habe vergessen, sie rauszustellen. Ich hole sie. Danke. Das Kind braucht Vitamine. Ist natürlich unschön, dass Klaas da offensichtlich nicht so ehrlich zu dir war. Hm? Da fragt man sich ja, was er einem noch alles verschweigt. Weißt du, in einer erwachsenen Beziehung macht man aus solchen Kleinigkeiten kein Drama. Für Klaas war es wahrscheinlich einfach gar nicht wichtig, ob du Motorradfahren zu gefährlich findest. Entscheidend war meine fehlende Fahrpraxis. Hat er das behauptet? Ja, und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, wenn man in einem fremden Land unterwegs ist. Und es ist meine Traumreise, und da will er, dass nichts schiefgeht. Klar, vor allem, weil es für lange Zeit das letzte Mal sein wird, dass er so weit wegfahren kann. Wenn das Kind erst mal da ist, dann wird er ja hier gebraucht. Du, nach ein paar Wochen kommt man als Mutter auch ganz gut alleine klar. Da solltest du dir ruhig mehr zutrauen. Frage ist ja eher, ob Klaas das will. Die Kleinen verändern sich ja so schnell, und das will er ja sicher nicht verpassen. Das wäre alles, danke. Wie viele? Drei Stück. Dann sind das zusammen genau 10 Euro. Ja. Geht das auch? Vielen Dank. Hervorragend. Jedenfalls bin ich richtig froh, dass Klaas jetzt schon daran denkt, was das Beste für das Kind ist. Genau das habe ich mir von ihm gewünscht. Hey. Hey. Na, alles klar? Hat sich das Jugendamt schon gemeldet? Ja, danke. Danke, dass du den Antrag abgegeben hast. Er wird jetzt geprüft und dann wird entschieden, ob ich Pflegemama werden darf. Ach, die wären schön blöd, dich nicht zu wollen. Hm. Na, dann läuft alles nach Plan. Ist doch super. Hm. Hey, was ist los? Du wirkst so niedergeschlagen. Ich habe Knut Petersen im Krankenhaus besucht. Mhm. Wie geht's ihm? Besser. Aber er hat mir auch erzählt, dass es noch einen Interessenten für die Wiese gibt. Irgendein Typ aus Berlin. Aber habt ihr nicht die Vereinbarung, dass du deswegen in seinem Namen mit der Stadt verhandelst? Ja.
Das wird jetzt nicht so einfach. Weil die nicht das zahlen wollen, was Petersen haben will. Ich bekomme einfach keinen persönlichen Termin mit jemandem, der was entscheiden darf. Ah. Blöd, hä? Hm. Ja, schade. Der Sohn von Frau Jansen, der war früher mal Oberbürgermeister hier. Das wäre jetzt ein Kontakt, den man gut gebrauchen könnte. Ja, ein direkter Draht ins Rathaus, das wäre die Lösung meiner Probleme. Und kommt nicht irgendein anderes Grundstück als Naherholungsgebiet in Frage? Ich habe bisher kein anderes gefunden, was so gut passt wie das. Und nicht tausend Naturschutzauflagen mit sich zieht. Ich habe wohl keine Wahl und muss weiter Klinken putzen. Ich hoffe nur, dass Knut Petersen nicht abspringt, bevor ich was erreicht habe. Ich drück dir die Daumen. Danke. Also. Warst du joggen? Respekt, dass du deinen Sport noch immer so ernst nimmst. Obwohl du die Nacht durchgefeiert hast. Dir entgeht aber auch nichts. Ich bin froh, dass du deine Freiheiten endlich genießt. Naja, also ich hänge noch ein bisschen zwischen altem und neuem Leben, aber ich muss das Abtrainieren ernst nehmen. Da war mein Sportarzt ziemlich deutlich. Und? Hast du denn schon Pläne für dein neues Leben? Ich lasse mir Zeit, auch wenn das untypisch für mich ist. Ja, das ist absolut okay. Und irgendwann findest du das, was dich wirklich erfüllt. Und vermisst dieses alte Leben gar nicht mehr. Hoffentlich. Bestimmt. Ne? Deine nächtliche Bekanntschaft? Das ist nur Pedro. Er kommt aus Costa Rica, nach Lüneburg. Er will hier studieren. Und Herr Flickenschild ist sowas wie sein Gastvater. Mhm. Und mit dem hast du jetzt die Nacht durchgefeiert? Naja, er hat sich mehr oder weniger selbst eingeladen. Er ist nicht gerade kontaktscheu. Und ziemlich hartnäckig, wie es aussieht. Naja, also vor Herrn Flickenschild gibt er sich wie so ein Streber. Aber ich glaube, eigentlich will er nur Spaß haben und Party machen. Leila, ich brauche deine Hilfe. Hast du vielleicht eine Idee? Björn kommt und ich möchte uns einen schönen Abend machen. Bist du schon aufgeregt? Ja, ziemlich. Und, was hast du dir vorgestellt? Ich weiß nicht, sowas wie das Carlos? Ein bisschen schlichter und nicht ganz so weitläufig. Dazu fallen mir einige Restaurants ein. Ja, also, Hi. Ne? Holst du Henny ab? Ja. Und dann gehen wir direkt zum Kinderturm. Okay, hier für Ihren Sport. Ihre sind schon zu klein. Was ist denn da drin? Na, Sportschuhe. Jurek, ich muss dir was gestehen. Ich hab dich wegen des Kredits angelogen. Das Geld kommt nicht von Inken. Woher dann? Ich habe eine Hypothek auf die Wohnung aufgenommen. Und es tut mir wirklich leid, dass ich mit dir nicht drüber gesprochen habe. Es ist immerhin auch dein Zuhause und Hennys. Ja, aber es ist ja deine Immobilie. Trotzdem, es war falsch, dich anzulügen. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst oder womöglich befürchtest, die Wohnung wäre in Gefahr. Aber ich weiß, wie wichtig dir Offenheit ist. Und deshalb, es tut mir wirklich sehr leid. Ich möchte nicht, dass du enttäuscht bist. Und vor allem möchte ich, dass du mir weiterhin vertrauen kannst. Warum machst du denn immer wieder so eine Alleingänge? Manchmal, da komme ich einfach nicht gegen meine alten Muster an. Ich schletter da irgendwie rein und merke es zu spät. Und mit dem Askania-Park könnte ich endlich dahin kommen, wo ich beruflich immer hin wollte. Das habe ich ja mittlerweile begriffen. Aber das geht nur mit deiner Rückendeckung und mit absoluter Ehrlichkeit. Und das... Bitte verzeih mir. Ja, ich will Henny nicht warten lassen. Wir reden später nochmal, ja? Okay.
Nachschub! Ja. Das nächste Mal nehme ich doch das Auto. Schwerer als gedacht. Na endlich, hast du gerade schon lange gedauert. Hey, wie bist du denn drauf? Ha? Ich habe mich einfach nur gefragt, ob du überhaupt mal wiederkommst. Du, sorry. Aber ich bin davon ausgegangen, dass du noch einen Tag länger ohne mich auskommst. Und nach der Reise war zu Hause einiges zu tun. Ben, wir haben den Foodtruck zusammen übernommen. Ja. Weißt du was, ich werde mich nicht aufregen. Carla ist bald wieder da. Oh, das hat sich leider geändert. Wie bitte? Ja, Carla hat für ihn angerufen. Ihrem Vater geht es zwar wieder besser, aber sie braucht wohl mindestens noch 3 Wochen, bis sie ohne ein schlechtes Gefühl wieder abreisen kann. Das erzählst du mir einfach so nebenbei? Sie ruft die heute noch an. Toll. So, worum geht es hier wirklich? Etwa immer noch um Franka? Wie kommst du denn jetzt darauf? Oh, okay, pass auf. Franka und ich, wir verstehen uns sehr gut, ja, aber ich kann nichts dafür, dass das mit euch beiden nicht gehalten hat. Dachte, du wolltest es abhaken. Ich will einfach noch nicht für dumm verkauft werden. Das macht dir doch auch keiner. Aber akzeptiere es doch einfach, dass das mit euch beiden nicht funktioniert hat. Du hast recht. Klar. Ihr seid erwachsen, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Okay. Na wunderbar, dann können wir uns ja ohne unnötigen Stress weiter um den Foodtruck kümmern. Genau. Übernimmst du? Die Aushilfe ist krank und ich muss ins Carlast. Hier muss durchgewischt werden. Das wird seit 2 Tagen nicht gemacht. Das Öl aus den Fritteusen muss gewechselt werden, die Tische müssen sauber gemacht werden und die Bestellung muss gemacht werden. Danke dir. Ja, du hättest deine Schwester erleben sollen, wie sehr sie es genossen hat, mir unter die Nase zu reiben, dass sie ihre Finger im Spiel hatte. Ich wünschte, ich hätte größeren Einfluss auf sie. Ich weiß. Warum kann sie damit nicht einfach aufhören? Ich fürchte, sie wird um Klaas kämpfen, bis das Baby geboren ist. Und dann hat sie andere Sorgen. Nee, dann wird sie ihre Taktik ändern. Das Baby hier, das Baby da und Klaas wird springen. Bist du sauer auf ihn? Ich bin enttäuscht, dass er mir nichts von dem Gespräch mit ihr erzählt hat. Er hat es für einfacher empfunden, sich hinter der angeblichen Sorge um mich zu verstecken. Nein, ich glaube, die Sorge um dich war echt. Ja, wie hättest du denn reagiert, wenn er dir erklärt hätte, dass sie diese Motorradtour nicht will? Na, ich hätte ihm wahrscheinlich gesagt, dass es mir herzlich egal ist, was Valerie zu gefährlich findet, dass es unsere Reise ist und sie nichts angehen. Na eben, er wollte einfach den Druck rausnehmen. Aber er war nicht ehrlich zu mir. Und wenn ich ihm nicht vertrauen kann, was bringen mir denn irgendwelche Liebeserklärungen? Ich glaube, er will einfach nur diese komplizierte Lage irgendwie managen, weißt du? Na, seit wann bist denn du so milde in deinem Urteil? Weil es nicht seine Schuld ist, sondern Valerie diejenige ist, die Unruhe reinbringt. Ja, und jetzt kannst du ihm weiter die Hölle heiß machen. Das wird aber Valerie in die Karten spielen. Oder du hakst die Sache ab. Ich will mich nicht mit ihm streiten. Und ich werde Klaas Valerie nicht auf einem Silbertablett servieren. Eben. Weil du ihn nämlich liebst. Und das ist das Wichtigste. So, bitteschön. Danke. Marvin? Ja? Meine Oma sucht eine Location für ein romantisches Date. Das soll aber nicht ihre teuer werden. Ist sie flexibel beim Tag? Dann könnte ich kochen. Das ist mega lieb von dir, aber ich glaube, sie will bei ihrem Date nicht die halbe Familie auf dem Schoß sitzen haben. Verstehe. Was ist denn mit diesem Table du Chef? Den konnte man mal reservieren, oder? Konnte man. Aber als Herr Böttcher hier angefangen hat, hat er ihn abgeschafft. Sie freut sich so sehr auf diese Verabredung und ich will ihr einfach nur helfen, dass es was Besonderes wird, weißt du? Ich weiß. Ich kann Frau Fehrmann fragen, ob sie eine Ausnahme macht. Das wäre mega. Du hast da noch was gut bei mir. Will er was bestellen? Ich glaube, der braucht nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich glaube, er steht auf dich. Ich check das mal ab mit dem Table du Chef. Du bist der Beste. Kannst du das nochmal wiederholen? Du bist der Beste und jetzt geh. Na? So, was darf es jetzt für dich sein? Herr Eilers gibt dir Insider-Informationen, die er vor seiner Frau geheim hält. Danke. Ja, scheint so.
würde ich mich an Ihrer Stelle bedanken. Was soll der denn für einen Grund dafür haben? Genau das wüsste ich gern. Glaubt er denn, dass sie Interesse an dem Hotel hat? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das realistisch ist. Der Askania Park, das ist ein Projekt für einen Großinvestor. Ich wüsste nicht, wie Frau Fehrmann an einen Kredit in dieser Höhe kommen sollte. Du, die Frau ist erfinderisch und ehrgeizig. Und könnte irgendwie versuchen, das möglich zu machen. Ach, und Herr Eilers sorgt dafür, dass sie erst gar nicht zum Zug kommt. Schon gemein. Traurig, oder? Wenn man sich so wenig vertraut, dass man auf solche Tricks zurückgreifen muss. Ja, da hast du recht. Dabei wirkten die beiden auf mich immer wie ein eingespieltes Team. Ich bin froh, dass wir über alles reden können. Ja, ich auch. Ja, was machst du denn jetzt mit dieser Information? Nichts. Also, ich kenne niemanden, der ein paar Millionen rumliegen hat und dringend ein Hotel braucht. Du etwa? Nein. Hoppa. So, bitteschön, guten Abend. Dankeschön. Tschüss. Hi, bist du fleißig? Wenn es nach Marvin geht, nicht fleißig genug. Na, das schmollt ein bisschen, weil ich ihn mit dem Foodtruck ein paar Tage allein gelassen habe. Du warst mit deinem Sohn in Andalusien, damit er seine Mutter sehen kann. Der soll sich nicht so anstellen. Ich glaube, Marvin ist gerade irgendwie nicht gut auf mich zu sprechen. Es liegt wohl vor allem an Franka. Ah. Und jetzt bleibt Carla auch noch länger bei ihrem Vater. Und ihr müsst den Foodtruck alleine rocken. Schafft ihr das? Oh, ich denke schon. Ansonsten schicke ich dir einen Notruf. Ja, auf jeden Fall. Ich bin euch immer noch sehr dankbar, dass ihr für Hendrik übernommen habt. Wie war denn Lillys Party? Hat nicht mehr den Spaß? Ja, ist richtig gut gelaufen und Lilly hat eine neue Freundin gefunden. Ach was? Die Tochter der Oberbürgermeisterin hat sie gleich zum Geburtstag eingeladen. Ui! Für Lüneburg ist das ein richtiges High-Society-Event. Ja. Ich krieg ständig irgendwelche Nachrichten. Siehst du hier, schon wieder. Was denn? Oh, das war nicht so gut. Was denn? Jemand krank? Die Party fällt aus, ja, der Caterer. Okay. Aber deswegen sagt man doch nicht gleich ab. Dann macht man eben Würstchen mit Kartoffelsalat oder so. Aber doch nicht die Oberbürgermeisterin. Du, ich hab da gerade eine Idee. Wir könnten mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn du anfängst, kreativ zu werden. Nein, das wird super. Wirklich. Die Mädels werden happy sein, die Oberbürgermeisterin auch. Und gleichzeitig könnten wir einer Freundin einen echten Gefallen tun. Und du brauchst meine Hilfe? Ja, du musst es nur eintüten. Den Rest regel ich. Ben, du bist aber sicher, dass das funktioniert, oder? Das Krankenhaus wird kofinanziert von der Stadt. Du, jetzt entspann dich mal. Du sagst doch immer, dass man heutzutage networken muss. Und genau das habe ich vor. Pass auf. Du schreibst der Oberbürgermeisterin, dass wir die Lösung haben für ihr Catering-Problem. Die Party kann stattfinden. Burger für die Bürgermeisterin. Vom Berger. Oh Gott. Für später. Ja. Danke nochmal für dein Verständnis. Wegen der Fahrzeugwahl. Ach so. Ja. Hauptsache ist doch, dass wir Botswana zusammen erleben. Ob jetzt im Geländewagen oder auf dem Motorrad, ist nicht so wichtig. Wir werden die gemeinsame Zeit auf jeden Fall maximal genießen. Das verspreche ich. Du, ich habe einen ganz tollen Bildband gefunden. Den würde ich mir gerne mit dir angucken. Vielleicht heute Abend bei dem neuen Vietnamesen am Rathaus? Wollen wir nicht lieber zum Italiener gehen? Wieso? Ist Valerie heute Abend bei dem Vietnamesen? Ich habe einfach Lust auf Spaghetti Vongole. Was hat das jetzt mit Valerie zu tun? Was hat denn im Moment nicht mit Valerie zu tun? Dein Verzicht auf unsere Motorradtour liegt nicht an meiner mangelnden Fahrpraxis, oder? Valerie will nicht, dass der Vater ihres Kindes Motorrad fährt, richtig? Okay, ich wollte es dir ja noch sagen. Ich habe einfach auf den richtigen Moment gewartet. Hast du eine Ahnung, wie sie es gefeiert hat, dass ich komplett ahnungslos war? Ich hab's verbockt, es tut mir leid. Das ändert aber nichts daran, dass es trotzdem eine gute Idee ist, so eine gefährliche Motorradtour lieber bleiben zu lassen. Aber ohne Valeries Einmischen hättest du es drauf ankommen lassen. Du erklärst ständig, dass wir Priorität haben, aber sobald sie mit dem Finger schnippst, da springst du. Das stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt. Wer trifft denn hier die Entscheidung?
Du hast mir versprochen, sie ist ausgezogen bei dir, wenn du von dem Kongress zurückkommst. Aber sie ist immer noch da, weil sie es so will. Aber die Wohnungssuche läuft doch auf Hochtouren, das weißt du. Sie wird sich auf keine Wohnung einlassen. Sie wird Woche um Woche rausschinden, um bei dir zu bleiben. Sie spielt mit dir. Und ich bin zu blöd, um es zu merken, ja? Ist es das, was du sagen willst? Wie auch immer, aber am Ende bekommt sie, was sie will, und ich muss zurückstecken. Ich weiß, dass Valerie skrupellos ist. Aber Verzeihung, wenn mir jemand gesteht, dass er seinen Jugendfreund beim Motorradunfall verloren hat, dann ist meine erste Reaktion nicht, dass ich an Manipulation denke. Wo sind die Notaufnahmen? Du hast viel zu tun, hast du hier aber nicht, ne? Hm. Rettungseinsätze? Hier geht's um Leben und Tod. Ich mag's, wenn man das Adrenalin spürt. Das hatte ich früher immer. Ach so, ich war Leistungssportlerin. Siebenkampf. Ich habe für Olympia trainiert. Und dann habe ich mich verletzt und mein Traum ist geplatzt. Krass. Also, wenn dir mal langweilig wird, ich bin immer für Action zu haben. Habe ich gemerkt. Soll ich dich nach Feierabend abholen? Pedro, du bist ein echt netter Kerl, aber nachts um die Häuser zu ziehen, ist nicht das, was ich mir unter Action vorstelle. Sorry. Hallo. Also, außerhalb der Karte kann ich Ihnen noch ein Trüffelrisotto anbieten oder auch ein Zanderfilet an Rahmkraut. Ja? Danke. Oh Gott, der junge Mann. Pedro! 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 Pedro. Hallo. Nein, ich bin kitzlig. Mann, ich dachte, du hast einen Kreislaufzusammenbruch wegen der Party gestern. Soll ich mal deinen Puls fühlen? Ich wette, der ist gestiegen. Sag mal, geht's noch? Du wolltest doch Action. Hi. Du schon wieder. Was geht's? Ich brauch dich. Für eine Stunde. Und deine Kollegen meinen, dass hier vorher nichts passiert. Ich soll dir einen Gefallen tun? Was? Nein, nicht mir. Franka. Du, sie braucht uns. Ja, wir könnten ihr helfen, bei der Oberbürgermeisterin Eindruck zu schinden und dadurch bessere Karten bei einer Ausschreibung zu bekommen. Bitte? Ja, es geht um ein Catering für den Geburtstag der Tochter. Und hey, welcher Teenie steht nicht auf Burger? Ja, wir haben schon grünes Licht. Allerdings muss das Essen bis spätestens 18 Uhr ausgeliefert werden. Und alleine schaffe ich das nicht. Oder willst du Franke eine so gute Chance versauen, nur weil du immer noch ein bisschen eifersüchtig bist? Ich würde sie nie im Stich lassen. Ja gut, dann komm in die Gänge. Ich muss nur noch fragen, ob ich länger Pause mache. Habe ich schon gemacht. Es geht klar. Worauf wartest du dann? Komm in die Gänge. Ja, sag ich doch. Doch noch ärztlich untersuchen lassen. Ich brauche ein Rezept für ein Malariamittel. Fuß ist wieder fit, was ich ehrlich gesagt nur ihrer Tinktur zu verdanken habe. Nicht weiter sagen. Eigentlich wollte ich fragen, ob Sie mir Ihre Rezeptur anvertrauen. Ich kann mir denken, dass Sie das nur ungern tun. Schließlich steckt Ihre Arbeit drin. Und Sie sollen nicht denken, ich möchte irgendwas umsonst. Nein, ich gebe Ihnen die Rezeptur, wenn Sie sie nicht weiter verraten. Einverstanden. Allerdings könnte es schwierig werden, an Arnika zu kommen. Aber die Teufelskralle dürfte die gleiche Wirkung haben und die ist in Afrika weit verbreitet. Mailen Sie mir das Rezept. Sehr gern. Und bitte schicken Sie mir Ihre Route, dann gebe ich Ihnen ein paar von meinen Kontakten. Das wird nicht nötig sein. Glauben Sie mir, es kommt immer der Moment, wo Sie Dach über dem Kopf, Notfallbenzin, Ersatzreifen oder eine warme Mahlzeit mehr als dankbar annehmen. Dafür ist gesorgt, mein Partner und ich, wir haben uns dann doch für eine geführte Geländewagentour entschieden für etwa 4 Wochen. Ich dachte, Sie haben ehrliches Interesse am Okavango-Delta und wollen Land und Leute kennenlernen. Ja, ich hatte mir die Reise auch anders vorgestellt, aber es geht nun mal nicht anders. Das Geld können Sie sich sparen. Von Land und Leute werden Sie nichts kennenlernen. Und alle Fotos, die Sie knipsen, gibt es schon in Bildbänden. Wunderbar konsumierbar bei einem kühlen Glas Weißwein auf dem Sofa. Es geht mir ja nicht darum, dass mir eine individuelle Reise durch Afrika zu anstrengend wäre oder irgendwas, aber ich bin nun mal nicht allein. Ach, ja, Ihr Partner ist das Problem.
War die Reise nicht Ihr jahrelanger Lebenstraum? Und den lassen Sie sich jetzt so zurechtstutzen? Was lummerst du hier noch so rum? Ich hab gesagt, du sollst verschwinden. Ich wollte nur warten, bis du dich beruhigt hast und mich dann noch mal entschuldigen. Entschuldigung. Du kannst doch aus einem gesundheitlichen Notfall keinen Joke machen. Erste Hilfe rettet Leben. Bei dir würde ich nie wieder einen Finger anrühren. Ich dachte, weil du so ein Adrenalin-Junkie bist und auf diese Rettungsvideos im Netz stehst. Sag mal, dachtest du, dass ich mich bei der Mund-zu-Mund-Beatmung nicht verknalle oder was? Aus uns wird nichts. Aber Humor ist doch schon mal eine gute Grundlage für eine Beziehung. Sind Sie der Spezialist, der uns beinahe einen Notfalleinsatz beschert hätte? Ja. Sie können froh sein, dass die Kollegen den Krankenwagen wieder abbestellt haben. Das wäre verdammt teuer für Sie geworden. Wenn Sie sich sowas noch mal leisten und den Frieden hier stören, kriegen Sie Hausverbot. Sie sind befreundet? Nein. Ja. Den kleinen Gefallen, den Herr Köpke für Sie rausgehandelt hat, können Sie vergessen. Den Table du Chef? Aber Frau Fährmann, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Oh, doch. Und Ausnahmen mache ich nur bei bester Laune. Danke. Du hast meiner Oma ihr Date versaut. Herzlichen Glückwunsch. Mia? Was gibt's? Ja, bitte, ich... Ich wollte Sie um etwas bitten. Unser Gespräch vorhin. Das, was ich Frau Fährmann gegenüber nicht erwähnen soll? Ja. Darf ich? Es wäre wirklich großartig, wenn Sie das, was ich Ihnen gesagt habe, vergessen und die Information auch nicht an andere Interessenten weitergeben. Für den Moment hatte ich den Eindruck, Sie wären froh, wenn jemand Ihrer Freundin den Deal vor der Nase wegschnappt. Wie kommen Sie darauf? Also stimmt es. Frau Fährmann hat Interesse am Askania-Park? Also solche Karrierepläne, die passen einfach nicht in meine Vorstellung von Familienleben. Ja, und dabei sollten immer beide an Bord sein, wenn man sowas definiert. Ja, ich war einfach sauer, weil Amelie mich diverse Male außen vor gelassen hat. Ich habe bis jetzt nicht den Mumm gehabt, zuzugeben, dass ich sie eingeweiht habe, obwohl ich das eigentlich gar nicht sollte. Und um Sie zu beruhigen, ich habe die Info nicht an die Konkurrenz weitergegeben. Gut. Danke. Gern. Hallo. Hi. Ich bräuchte bitte den Strauß Blumen. Darf auch gern ein bisschen was kosten. Na gut. Jetzt finde ich schön, dass Sie bei Jördes wieder die Wogen etwas glätten. Der? Der ist eigentlich für eine Kollegin zum Geburtstag. Oh. Wie ist der? Der ist super, ja. Verzeihung, ich dachte nur, weil Jördes... Weil Jördes wahrscheinlich von unserem Streit erzählt hat? Mhm. Jördes wollte mir die Blumen wahrscheinlich gerade um die Ohren hauen. Meine Schwester also wieder alles gegeben, um Unruhe zu stiften. Ja, es tut mir ja leid, dass ich nicht ehrlich war mit der Motorradsache. Aber irgendwie bestätigt mich Jördes Reaktion auch, weil immer wenn Valerie ins Spiel kommt, sieht Jördes rot. Ja. Kann man es ihr verdenken? Nee, ich kann schon verstehen, dass sie genervt ist. Deshalb dachte ich auch, es ist besser so. Tja. Hallo. Oh, hallo. Möchten Sie auch einen Strauß? Für Ihren Bruder. Aber ganz entspannt, ich habe Zeit. Okay. Nein, der ist doch super. Ich nehme den einfach. Okay. Sie dürfen keine Hemmung haben und müssen Valerie auch mal die klare Kante zeigen. Ich meine, was mischt sie sich auch in ihre Urlaubspläne ein? In dem Fall kann ich sie schon ein bisschen verstehen. Dass sie ihren Jugendfreund bei einem Motorradunfall verloren hat, das war sicherlich ein traumatisches Erlebnis für sie. Wie bitte? Na, ihren Jugendfreund. Als sie 16 oder 17 war, da kam der doch bei einem Motorradunfall ums Leben. Nee, also die Geschichte höre ich zum ersten Mal. Das ist wieder eine Geschichte von Valerie, die sie aus dem Hut zaubert, um ihren Willen durchzusetzen. Valerie fährt selber Motorrad. Dann hatte Jördes also recht. Und ich bin Valerie schon wieder auf den Leim gegangen. Es tut mir leid, aber es sieht ganz so aus. Was macht das? 20 Euro bitte. Danke. Vielen Dank. Hat diese Frau denn gar keine Skrupel? Naja,
Sie will Klaas um jeden Preis. Aber in ihren Augen kämpft sie nur dafür, dass das Baby in einer heilen Familie groß wird. Was sie nie hatte und wofür sie alles geben würde. Sorry, es ging wirklich nicht schneller. Glaubt ihr wirklich, das ist eine gute Idee? Hey, es macht keinen Rückzieher. Ja, sonst blamieren wir Britta und ruinieren den Ruf des Foodtrucks. Bitte keinen Druck aufbauen. Ist das nicht total übergriffig, die Oberbürgermeisterin bei einer privaten Feier wegen einer Ausschreibung anzuhauen? Das erlebt sie mit Sicherheit nicht zum ersten Mal. Na eben. Deswegen wurden Partys in gewissen Kreisen erfunden. So sieht's aus. Ich sehe es schon kommen, dass wenn ich vor ihr stehe, kriege ich den Mund nicht auf. Quatsch. Wenn es um deine Arbeit geht, dann redest du wie ein Wasserfall. Das stimmt. Ich weiß mittlerweile einiges über Landschaftsarchitektur. Ja. Oh, schön, dass ihr euch da einig seid. Gut, wie ist die Hausnummer? 78. Ja, die große weiße Stadtvilla am Ende der Straße. Nicht zu übersehen. Oh, danke. Also, dann hoffe ich mal, dass es gut geht. Ja, das wird schon. Die Bürger sprechen für sich. Und ich glaube, jeder wird froh sein, dass du die Party des kleinen Engels gerettet hast. Ah, von Britta. Mist. Was? Wir sollen an den Nachtisch denken. Was machen wir denn jetzt? In der Kühltasche. Ist ordentlich Schokopudding. Nachtisch gehört doch dazu. Du bist toll. Na gut, also, wenn das klappt, ja, dann habt ihr was gut bei mir. Okay. Drückt mir die Daumen. Ja. Wir warten hier auf dich. Okay. Ah. Wenn nur alles so leicht zu reparieren wäre. Kleines bisschen. Wir alle machen mal Fehler, oder? Ja, du hast es wenigstens zugegeben. Ich hoffe, das zählt. Ja, tut es. Jorik, ich werde immer ein Notgroschen für uns zurücklegen. Ich will uns doch nicht finanziell ruinieren. Du, die finanziellen Bedenken, die sind eigentlich sekundär. Wichtiger ist, ich mache mir Sorgen, dass Henny und ich dich überhaupt noch sehen, wenn du dann dein eigenes Hotel führst. Jorik, das ist doch Quatsch. Das wird nicht passieren. Ich werde noch viel mehr Energie in unsere kleine Familie stecken können, weil ich glücklich sein werde, mein eigener Boss zu sein. Jorik, du wirkst gerade so... Ey, Amelie, ich hab beschlossen... dass ich dir keine Steine mehr in den Weg legen werde und dir den Rücken stärke. Und wenn ein eigenes Hotel bedeutet, dass du glücklich bist, dann packen wir es an, oder? Ja. Tisch für zwei. Ja, das kriegen wir gerade noch so hin. Vielen Dank, super. Sehr gerne. Bis später. Ich wollte eine Kleinigkeit essen. Möchtest du mir Gesellschaft leisten? Damit du mir gleich die nächste Lügengeschichte verkaufen kannst. Was ist zum Beispiel mit der Wohnung? Hast du dir die Angebote mal durchgelesen, die der Makler heute geschickt hat? Ja, da war irgendwie nichts Richtiges dabei. Es muss ja auch mit einem Kleinkind passen und vierter Stock ohne Fahrstuhl bringt mir da nicht so wahnsinnig viel. Ja, natürlich. Du solltest vielleicht mal ganz dringend deine Ansprüche ein bisschen runterschrauben. Sonst kannst du nämlich direkt wieder bei deinen Geschwistern einziehen. Was ist mit dir denn los? Ist das wegen Jördes? Wegen unserem Gespräch? Allerdings. Was hast du dir dabei gedacht, sie schon wieder so zu provozieren? Ich bin einfach erleichtert, dass ihr auf diese viel zu riskante Motorradtour verzichtet. Ich gönne euch den Urlaub. Jetzt verkauf mich doch nicht für dumm. War vielleicht nicht ganz so freundlich zu ihr, aber Jördes legt auch jedes Wort von mir auf die Goldwaage. Was wäre denn besser? Dir einfach gar nichts mehr zu glauben? Zum Beispiel die Geschichte von deinem Jugendfreund, der beim Motorradunfall ums Leben gekommen ist? Was meinst du?
Ich meine, dass du dir solche Geschichten ausdenkst, um mich zu manipulieren. Und das ist das Allerletzte. Ich habe nicht gelogen, Klaas. Du machst mich nur noch sprachlos. Ich weiß wirklich nicht, wie du ein Kind erziehen willst, wenn du selbst nicht den geringsten Anstand besitzt. Hast du was von Elias gehört? Er hat angerufen, aber es gibt nichts Neues bezüglich Uni. Du, da ist noch was. Ich habe mir zwar geschworen, mich bei dir und Klaas rauszuhalten, aber mir ist da was zu Ohren gekommen. Valerie... Oh, mein derzeitiges Lieblingsthema? Ja, warte mal. Es sieht so aus, als ob Valerie Klaas eine Lügengeschichte über einen verstorbenen Freund aufgetischt hätte, um eure Motorradtour zu sabotieren. Dann hat sie sich das wirklich ausgedacht? Frank hat jedenfalls noch nie was von so einem Freund gehört. Ey, dieser Frau ist auch nichts heilig. Aber Klaas tut die ganze Zeit so, als würde mit ihr alles in Ordnung kommen, wenn wir uns nur genug Mühe geben. Sie bemüht sich sehr, um euch auseinanderzubringen. Weißt du was? Es reicht mir. Es tut mir leid, dass Klaas sein Leben lang mit ihr verbunden sein wird, aber ich weigere mich, ihr mehr Macht über mein Leben zu geben. Deine Afrika-Reise, meinst du? Ja, guck mal, ursprünglich wollte ich mehrere Monate dahin. Da ist jetzt nichts von übrig geblieben. Weil Klaas Urlaubstage braucht, wenn das Baby da ist? Ja. Und wir machen die Tour jetzt auch nicht mehr mit den Bikes, sondern mit einem Geländewagen, damit Madame sich keine Sorgen macht. Vielleicht ist es wirklich an der Zeit, keine Kompromisse mehr zu machen. Ja, aber Klaas kann doch wirklich nicht so lange weg. Dann müssen wir eine andere Lösung finden. Wieso denn jetzt Carlas? Klaas wollte unbedingt zu diesem Italiener. Ja gut, aber eigentlich ist egal, wo wir über die Reise reden. Da ist sie. Hey! Hey! Hi! Na? Ach. Du und? Wie ist es gelaufen? Perfekt! Wirklich. Also die Kinder haben mir die Burger quasi aus der Hand gerissen, ja? Und Lilly hat ganz stolz erklärt, dass es den Foodtruck ihrer Patentante ist. Der Starköchin Carla Zarabakos. Ah, ja, das ist typisch Lilly. Sie liebt Carla. Danke. Ja, die Oberbürgermeisterin hat sich so überschwänglich bei mir bedankt, dass wir dann auch gleich auf das Thema gekommen sind. Was hat sie denn dazu gesagt, dass du keinen Termin bekommst und deswegen die Verhandlungen mit Knut Petersen stocken? Ja, da war sie total betroffen. Denn dieses Naherholungsgebiet ist ein Herzensprojekt von ihr. Dann soll sie das zur Chefsache machen. Und genau das macht sie jetzt, ja. Sie hat mich auch gefragt, wie teuer die Wiese von Knut Petersen ist. Und sie ist optimistisch, dass wir uns einig werden. Ist doch super gelaufen. Ja. Und hast du ihr auch von deinen Ideen erzählt? Mhm. Und die fand sie auch richtig gut. Ich will unbedingt, dass ich mich bei der Ausschreibung beteilige. Wie toll. Ja. Es hätte nicht besser laufen können. Mhm. Also, das müssen wir feiern. Ich lade euch ein. Ja, also, entschuldigt, aber ich muss direkt wieder ins Carlas. Ich hätte schon längst da sein müssen. Okay. Meinst du, er kommt damit klar, dass wir nicht mehr zusammen sind? Ich denke schon. Das schon Björn? Nein, nein. Wir sind vor dem Restaurant verabredet. Ich guck mal. Hallo? Ist Leila da? Ja, kommen Sie rein. Leila? Du hast Besuch. Leila, schau mal. Was machst du denn hier? Du reagierst nicht auf meine Nachrichten. Pietro, ich hab dir gesagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Jetzt hör mir doch kurz zu. Sind Sie die Oma? Ja. Jada Kunitz? Pedro Müller, guten Tag. Ich freue mich. Ich mich auch. Ich habe ein bisschen Chaos angerichtet. Ein bisschen? Jedenfalls konnte ich Ihnen den Table de Chef doch noch klar machen. Er ist für heute Abend für Sie reserviert. Wer hast du das denn angestellt? Ich habe bei meinem
wie sagst du, schon Gastvater gebettelt. Herr Flickenschild war sofort einverstanden, als er gehört hat, dass es sich um einen Gefallen für Frau Kielitsch handelt. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. So, das war's auch schon. Dann gehe ich wieder. Aber nein, bleiben Sie doch. Oma. Wieso denn? Er hat sich so große Mühe gegeben, damit ich einen schönen Abend habe. Danke. Dann wirst du ihm doch wohl einen Tee anbieten, oder? Tee? Sehr gerne, ja. Mögen Sie Tee? Ja, klar, auf jeden Fall. Ups. Jedenfalls will Jördis die Reise jetzt so lange machen, wie sie es geplant hat. Julius? Ja, super. Dass du mir nicht zuhörst, oder was? Was? Du, ich kann auch zu Hause warten, wenn du hier weitermachen willst. Entschuldige. Wir sind nur konstant ausgebucht und ich habe nicht ein Zimmer frei. Spricht das nicht für deine gute Arbeit? Ja, schon. Aber ich muss viele Reservierungsanfragen von unseren Stammgästen ablehnen. Und das sorgt natürlich für Ärger. Ja, aber ihr könnt euch ja jetzt auch keine zusätzlichen Zimmer aus den Rippen schneiden. Nein. Eigentlich wäre jetzt der richtige Moment zum Expandieren. Die Nachfrage steigt, weil für viele der Urlaub in Deutschland wieder attraktiver geworden ist. Wäre ein Anbau möglich? Leider nein. Hier ist mit der Altstadtstruktur alles ausgereizt. Was wir bräuchten, wäre eine neue Dependance. Wie den Lascania-Park. Na dann? Ich bin kein Experte, aber bringen wir zu einem romantischen Date wirklich einen Teppich mit? Oma schon. Also, dieser Kelim hat eine lange Familientradition, junger Mann. Und Björn freut sich schon darauf. Oma, dein Taxi ist da. Oh, wie schön. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Danke, mein Schatz. Tschüss, ihr beiden. Ich bin mal kurz was. So. Tschüss. Boxst du? Mein Vater. Aber ab und zu trainiere ich mit ihm. Cool. Darf ich auch mal? Ja. Hier. Okay. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ja, das werde ich. So. Warte. So. Bisschen tiefer. Okay, ready? Ja. Oh. Wow. Boxen ist nichts für dich. Du bist viel zu langsam. Und du kannst glatt Stuntfrau werden. Gibt's eigentlich irgendwas, was du nicht kannst? Stuntfrau. Mit einer chronisch kaputten Schulter. Super Idee. Brauchst du Eis? Gerne. Besser? Ja. Lass mich mal noch mal sehen. Ja, es könnte anschwellen, aber das Auge ist okay. Du hast voll die magischen Hände. Hör auf zu flirten. Nein, wirklich. Wie eine echte Krankenschwester. Außerdem bist du mega sportlich, stehst auf Ausnahmezustände. Weißt du was? Was denn? Wenn du auf diese Rettungseinsätze im Netz stehst, warum gehst du dann nicht wirklich selber in die Notfallmedizin? Ich glaube, du hast alles, was es dafür braucht. Dankeschön. Sehr gern. Ich verstehe ja, dass du nicht so lange weg kannst. Aber, Klaas, ich habe meine Bedürfnisse viel zu lange hinten angestellt. Und mir reichen 3 Wochen einfach nicht. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und du sollst diese Reise wirklich ganz genau so machen, wie du sie immer machen wolltest. Vielleicht können wir einen Kompromiss finden. Wie wär's zum Beispiel, wenn wir die ersten 4 Wochen einfach gemeinsam diese geführte Geländewagentour machen? Und dann, wenn ich abreise, schließt du dich einer Motorradgruppe an und fährst mit denen einfach weiter. So könnten wir unsere gemeinsame Auszeit haben und du musst trotzdem nicht auf dein Abenteuer verzichten. Das könnte mir gefallen. Siehst du, wir können alles schaffen, wenn wir einfach nur gemeinsam darüber reden. In Zukunft muss es überhaupt viel mehr um uns gehen. Wir müssen nach vorne schauen. Abenteuer, Sehnsucht, Liebe. Hm? Mein letztes Mal.
Schau nicht so, auch wenn dir das verdammt gut steht. Denk mal einen Moment lang nicht an das, was gestern war. Dein Beweis. Sein Name war Rick Hofmüller und er war mein bester Freund. Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Klaas, ich erwarte. Bitte geh doch einfach. Also ich gebe zu, es wirft ein schlechtes Licht auf das Dreikönig, wenn Stammgäste von uns nicht kurzfristig ein Zimmer buchen können. Ja. Und auf unseren Social-Media-Seiten kommen immer mehr verärgerte Kommentare. Was schlagen Sie vor? Ein Neubau am Stadtrand? Das wäre eine langfristige Lösung, aber dafür brauchen wir mindestens 2 Jahre. Ideal wäre natürlich ein bereits existierender Hotelbetrieb. Ich wüsste nur nicht, welcher dafür in Frage käme. Ich aber vielleicht. Man munkelt, der Askania-Park steht zum Verkauf. Sind Sie sicher? Das ist wirklich unfassbar, was diese Frau sich rausnimmt. Vor allem, ich glaube ihr kein Wort. Wahrscheinlich hat sie ein Antiquariat geplündert für ihre Geschichte. Ja, das wollen wir einfach vergessen, was heute Abend passiert ist und irgendwo noch entspannt ein Glas Wein trinken. Ich glaube, ich möchte lieber nach Hause. Allein. Hey, wir haben doch gerade eben beschlossen, dass es in Zukunft mehr um uns gehen muss. Hm? Ich stelle mir nur gerade vor, wie ich allein in Afrika 2 Monate lang unterwegs bin, während du hier in Lüneburg bist mit Valerie. Jetzt gib ihr doch nicht die Macht, uns einen schönen Abend zu verderben. Das ist leichter gesagt als getan. Was soll ich denn machen? Soll ich sie schwanger vor die Türe setzen? Verstehst du nicht? Für Valerie ist es völlig egal, was wir beide wollen. Ja, ich weiß. Aber wenn das Kind erst mal da ist... Dann geht's erst richtig los. Dann hat sie dich emotional erst recht im Griff. Du wirst alles für deine Tochter oder deinen Sohn tun. Erzähl mir doch nicht, dass da noch Raum für uns ist. Wenn du so schwarz siehst für unsere Zukunft, dann können wir ja aufgeben, ne? Willst du das? Ja. Merle, was hältst du davon, wenn wir den Askania-Park kaufen? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Das mit Franka, das war doch zumindest mal intensiv, oder? Und Lotte ist gefühlt seit gestern weg, also... Ja, und? Vielleicht kommst du erstmal wieder ein bisschen bei dir an, bevor du dich hier gleich wieder verliebst. Bitte lass mich einfach zufrieden. Was fällt dir ein? Was mir einfällt? Was fällt dir eigentlich ein? Platzt einfach in mein Date rein! Warum glaubst du mir eigentlich nicht, wenn ich dir was sage? Warum ich dir nicht glaube? Weil du lügst! Weil du grundsätzlich lügst, sobald du den Mund aufmachst! Morgen bist du uns los. Endgültig. Endlich, zum Glück.